Julian rennt da hinten halt so planlos rum, weißt du? Alle stehen so, weißt du, warten so. Julian rennt da hinten rum. Ja, die missgebockten Hörschebauenpaar. Also, falls euch jemand DMR findet, ne? Ich glaube, ich gehe gleich also DMR-Magazin einfach, ja, Julian, dann komm, lass dann schon mal zum Supermarkt gehen oder so. Ja, oder lass dir den gleichen Erfolg, Alter. Lass hier durch den, durch das Haus rennen. Dann sind wir hier eigentlich so gut wie alles los. Durchs Haus, okay. Hey. Das Farmgebäude halt. Mhm. Versuch's mal. Wenn jemand ein Alice Pack haben will, hier ist ein Alice Pack. Ich hab Scheiße gebaut. Wo denn? Bei der Leiche von dem Typen, wollte den. Ich hab den jetzt gerade gesnackt. Ich hab mir gerade sein British Astro Pack geholt. Nice. Der hatte einen British Astro, das habe ich mir jetzt gerade gesnackt. Ja, ich hab diese Tasche da, dieses, du weißt glaube ich, was ich hab, ne? Das ist glaube ich auch nicht so arg viel kleiner oder größer wie ein Alice Pack, deswegen ich behalte die einfach mal, das passt schon. Ja, ich habe jetzt das Astro, sprich das größte Backpack. Ja, das stimmt. Das wie kann ich denn das jetzt wechseln, Alter? Du bist so, ich bin im roten Haus drinne. Ich renne jetzt gerade zwischen die Dinger her. Wo ist die Leiche? Die Leiche ist am dritten oder vierten Haus linke Seite, liegt direkt in einem Zombie drinne. Du gehst einfach auf Gear und scrollst bis ganz nach unten und dann tust aber den Rucksack changen. Ja, ich bräuchte aber das Zeug aus meinem alten, das wäre nicht schlecht. Ja, und dann gehst du raus und dann scrollst du an der Leiche und drückst auf Open. Ja, aber ich, wie geht das, Mann? Ich habe noch voll viele Zombies hinter mir, da bin ich tot, Alter. Ja, dann lass es. Ja. Dann musst du einfach warten, bis du in den Supermarkt gehen und du dort eins findest. Dass Akira ja das jetzt gerade so problemlos looten konnte, war auch ein bisschen mit Glück verbunden. Ja, weil die ganzen Zombies standen zwar alle um mich rum, aber kein einziger hat sich für mich interessiert. Ich bin mal auf dem Weg in Richtung Supermarkt, richtig? Ich glaube, ich habe gerade Glück. Lol, what the fuck? Was? Ich habe gerade geklickt, dass ich essen und trinken wollte, aber es passiert nichts. Das kommt. Ach, leck mich doch, schon scheiß. Ja, YOLO, ich kann weder essen noch trinken irgendwie. Auch nicht schlecht. Ah, jetzt macht er die Emotion! What the fuck? What the fuck? Lol. Ich bin im roten Haus, also in dem roten Haus kurz vorm Supermarkt. Jetzt hat er gefressen, Alter. Alles klar, nach, keine Ahnung, irgendwie einer Minute mal. Hallo, wird meine Anzeige jetzt auch mal wieder grün? Na, geht doch jetzt. You ate a can of steel. Dann dürfte mein Futter jetzt gleich wieder voll werden. Alter, wieder kommen wir jetzt gerade nur so vor, der Server leckt gerade einfach. Hast du, wer hat gerade geschossen? Ich. Okay. Mit meiner PDW. Lol. Nice, ich bin die Zombies los. Bist du in die Kirche? Ich. Ist einer von euch in die Kirche? Nein, ich bin jetzt im Supermarkt hinten drin. Irgendjemand ist bei der Kirche. Also ich laufe jetzt gerade hinten von dem Military weg. Okay, kann man in die Kirche auch rein? Nein, in die Kirche kann man nicht rein. Die Kirche ist zu. Das sind aber gerade Zombies im Grad. Also entweder waren es doch irgendwie aggressive Zombies. Ja, sie waren hinter mir her wahrscheinlich. Ich hab die da gerade irgendwie. Was sind Vibes? Ich bin jetzt in den Supermarkt rein. Vibes ja, mitnehmen. Auch. Die sind wie Dings, also wie Antidot. Sobald du halt, also sprich, da steht was Sanity, dann musst du Vibes benutzen. Scheiße, ich bin gleich tot, Alter. Ohne Witz, ich verreck, ohne Witz. So schlecht, ich bin einfach zu schlecht. Die Schüsse hat man gehört. Was? Ich hab gesagt, die Schüsse hat man gehört. Ja, also. Ja, alles klar. So, Vorsicht, ich komme jetzt in den Supermarkt rein. Ja, okay, alles gut. Oh, 1A Headshot. Ja, ich wäre mal für die. Nein.
Den Zombie habe ich nur einmal abgeballert. Also ich würde jetzt gerne mal einen Wald kriegen, weil ich brauche ein Bloodbag. Alter Junge, du hast ein Bloodbag verschleißt, das ist nicht mehr normal. Ich kann da doch nichts dafür, Mann. Natürlich kannst du was dafür. Ja, was für, du darfst, wenn Zombies kommen, dann darfst du einfach stehen bleiben, dann musst du wegrennen. Ja, wie soll ich dann irgendwas mitnehmen, Alter? Ja, so. Wenn du anderen von Zombies verfolgt wirst, dann fuck doch auf den Loot und lauf einfach mal und stück mich. Ja, dann hab ich nie was, Alter. Ja, nein, wir haben ja auch was. Ja, dann renn ich für den Rest meines Lebens mit dem Kackrucksack und der Kackwaffe hier rum. Ich hab jetzt schon wieder mal 10 Millionen Zombies hinter mir. Ich hab grad 1 FPS. Schreiben wir es nochmal kurz. Ja, ich weiß. Also Leute, falls jetzt irgendwie, keine Ahnung, Aufnahme failt. So, Leute, da sind wir wieder zurück. Frames brecht hier ein. Ich hoff's mal nicht. Aufnahme läuft so stabil. Ich hoff's mal, ja. Aufnahme läuft stabil. Aufnahme stinkt nicht. Wechseln auf Aim. So, zurück. Sorry, wir haben gerade aufgehört mitten im Supermarkt. Ich bin vergiftet. Nein. Ich bin, ich was? Huste, ich huste. Scheiße. Ah, ja, du brauchst Antibiotikas. Fuck. Hat keiner, oder? Nein, Antibiotikas haben wir nicht gefunden bis jetzt. Fuck. Das heißt, ich verliere dauerhaft Blut jetzt, ne? Ja. Das heißt, wir brauchen Medical Supplies. Und das schnell. Wo können wir hier am besten Medical Supplies hier kriegen? Scheiße. Ja, dann müssen wir Richtung Berenzino laufen. Dann müssen wir jetzt vom Airfield erstmal ablasten und Richtung Berenzino. Berenzino? Ja, weil Berenzino hier Medic Loot und das Krankenhaus. Mir ist bewusst, dass Berenzino am Arsch der Welt ist. Da könnten wir genauso gut auch nach Tscherno wieder runterlaufen. Also nur so von der Strecke, ja, meine ich jetzt. Ja, ja, aber guck mal bitte drauf, wie viele Leute wir auf dem Server haben. Denkst du, Berenzino lohnt sich? Mhm. Berenzino lohnt sich mehr als Tscherno. 6 Kilometer, dann ja. Go, go, oder? Ja. Wo seid ihr? Lauf einfach Richtung Berenzino. Wir sind, haben uns hier oben in den Busch gestellt. Lauf einfach Richtung Berenzino, dann treffen wir uns gleich wieder. Ja, okay, alles klar. Weil wir müssen jetzt kurz durch die Stadt laufen. Das heißt, du musst dann aber auch ein bisschen Abstand von uns halten. Ja, sobald ich halt zu wenig Blut habe, müsst ihr mir halt noch ein Bloodbag geben. Also ich habe noch eins dabei. Bevor ich halt abnippel. Boah, ohne kurz, von dem Zombie zu geschlagen. Ganz kurz an die Zuschauer. Hallo. Hallo. Ich hab, falls ich wundert, warum ich jetzt plötzlich hier bin, wir waren vorhin da unten in dem Supermarkt drin und dann wurde meine Festplatte voll und ich hab das gemerkt, weil die Frames eingebrochen sind extrem. Ich hab noch 50 GB frei, hab die Festplatte gewechselt und bin gerade am rüberziehen und so weiter. Das heißt, deswegen sind wir, ich musste ein bisschen weglaufen, weil ich mich nicht ausloggen konnte. Und ja. So, 5 Kilometer haben wir noch. Ich stelle mir jetzt mal ganz kurz eine Uhr einfach auf Stoppuhr, nee, auf Timer, auf, sagen wir mal, machen wir einfach mal eine Stunde. Und danach gucke ich mal, wie es aussieht. So. Alles jo. Klar. Das ist jetzt scheiße, muss ich sagen. Ja, es ist halt jetzt schon beschissen, dass du jetzt Antidotes brauchst. Richtig. Ich würde mal sagen, wir treffen uns auf dem größeren Feld hinter Starry kurz wieder. Bin ich jetzt. Gut, dann warte da ganz kurz, wir kommen gleich. Ich habe da 3 Zombies hinter mir. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe mich jetzt gerade keinen Problem. Down. Den Schuss habe ich gehört. Fick mich. Linke Seite, circa 200 Meter von mir. Down. Na, vielleicht nicht down, scheiße. Ach, toll. Down. Und jetzt du auch noch, komm. Bam, 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 bam. Alter, ich hab dich doch getroffen, du Hure. So. Julian, aber nicht so weit ranlaufen an ihn. Wegen, Ansteckungsgefahr. Okay, wollen wir weiterlaufen? Ja, ja, weiterlaufen. Okay. Ja, wäre scheiße, wenn wir 2 Antibiotikas brauchen, weil allein schon eins zu finden ist relativ ziemlich schwer. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, er soll nicht so weit ranlaufen. Und geht auf YouTube und kommt kein Plan-Pictures, okay? Denk dran. werde ich nachher auf jeden Fall vorbeischauen. Ohne ja, das werde ich nachher auch mal gucken. Ab wann muss ich den Alarm rufen, dass ich mir ein Bloodbag geben soll? Sobald es so ein bisschen verschwemmt, oder? Sobald es anfängt zu verschwimmen, ja. Okay, weil ich habe, sagen wir mal, also... Ich sehe schon noch Farben, aber es ist relativ schwarz-weiß. Momentan musst du dir noch keine Sorgen machen. Solange du jetzt nur husten bist, ist soweit noch alles okay. Okay. Ja, nein, ich meine, ich verliere schon Blut. Das sehe ich ja rechts an der Seite. Dass ich
dass dieser Pfeil nach unten geht. So, ne? Brauchen wir eine Kuh? Wollen wir die braten? Schlachten? Fleisch? Dann kann ich essen, dann braucht mir kein Blatt weggeben. Kannst du machen. Hast du hier Dings, also die ganzen Sachen. LOL! Wie die läuft, Alter. Verbeten raus. Man denkt, ich hab die jetzt nicht getroffen. Fick dich, du Scheiß. Direkt. Was? So, Guard Animal. Ich muss mal an den ran, Alter. Wollt ihr schon mal ein Feuer machen? Da hinten ist noch ein Schwein. Ich hol mir das Schwein. Dann kannst du das auch nochmal gatten. Also dann mach ich dir das fix. Was heißt denn eigentlich nah dran? Einfach nur nicht zu nah an ihn ran. Ganz einfach. Ich hab ein Heatpack dabei, aber das brauchen wir eher weniger, oder? Heatpack brauchst du nicht. Okay. Kann jemand vielleicht ein Feuer machen? Wäre das gut, weil ich habe halt keinen Platz mehr im Inventar. Wegen Fleisch. Schwein gekühlt, ich nehme das Schwein mal fix aus. Und dann mache ich auch gleich ein Fireplace für dich. Ich überlege mir gerade, ob ich mich umdrehen soll, aber. Ich kann das nicht umdrehen und schießen. Renn mal auf mich zu ein bisschen. Down. Nice, danke. Mit der PDW. So, hinten zum Wald. Zu welchem? Mein Feuer, guck mal, wo ich hin renne. Der in die Richtung geht. Ich mach dir den fixen Fireplace. Okay. Ja, ne, machen wir das wirklich mit dem Abstand, weil ich hab wirklich keinen Bock, dass ihr dann auch krank seid, weil das wäre scheiße. Mann, das ist richtig behindert. Leute, ich dachte, Alter, guck mal nach rechts. Ja, da ist die Crash-Site. Ja, ich dachte gerade, das wäre die. Crash-Site? Ja. Ich dachte gerade, das wäre die, aber das ist die wir vorhin schon gelootet haben. Das ist die auf der anderen Straßenseite. Ja. Ich wollte gerade übel ausrasten, so, ja, Crash-Site. Aber, ja. Ja gut, die Harvest Wood Animation geht ohne Probleme, das ist schon mal gut. Ich hör's auch, wie du Holz hackst. So, ich habe jetzt den Tree einmal. Ah ja, du weißt schon, dass die mittlerweile auch eine neue Animation dafür haben. Für was? Fürs Holzhacken. Du kannst bis zu 9 Woodpiles kannst du aus einem Baum rauskriegen. Lol, okay. Julian rennt da hinten halt so planlos rum, weil alle stehen so, weil so warten so. Julian rennt da hinten rum. Was ist hier eigentlich? Ich sehe niemand. Lol. Ja, jetzt hat gerade jemand auch da. So, mach dir jetzt aber Platz in deinem Inventar, Max. Ja. Weil ich werde in das Gear von dem. Alter, kusch dich mal hinter mir. Entschuldige. Ich werde dir in das Gear vom Fireplace werde ich dir jetzt Fleisch reinlegen. Das nimmst du dir dann. Ah fuck, war klar. Shit! Das hat sich gerade damit erledigt. So, warte mal, Like Fire. Cook Food. So, ich habe jetzt alle meine 6 rohen Fleisch im Inventar, das heißt, ich kann gleich braten. Ja, Alter, ich habe so wenig Blut noch. Und hier hast du nochmal Raw Bacon, was du rausnehmen kannst. Okay, dann geh mal weg. Das kommt, Alter, das ist voll unheimlich, ja, als ob ich so wie der Zombie wäre, so. Okay, ich guck erstmal mein Food. Ich beobachte dich jetzt mehr fern. Alter, der Bacon, ich hab so Alter. Bock auf Bacon jetzt, Leute. Hier liegt nochmal mein anderer Bacon, Moment. Fuck. Ich bin gleich auch nochmal fix fertig. Ich esse erstmal kurz das ganze Fleisch, was ich gerade hab. Max, du hast ja noch Dings, gell? Wie heißt sie ja nochmal?